Nachdem wir uns jetzt durch Unmengen von Grundlagendefinitionen durchgekämpft haben, und das war immer noch viel, viel schneller, als man das irgendwie in der Schule oder auf der Uni machen würde. Also das war jetzt ein richtiger komplexer Zahlen-Crashkurs. Schauen wir uns die komplexe Wechselstromrechnung an. Und ich weiß, es ist jetzt schon relativ lang ohne Pause gewesen. Ich möchte diesen Teil jetzt noch durchdrücken, weil das nämlich der ist, der den komplexen Zahlen eine wirkliche Bedeutung verleiht. Und ich glaube, dass das ein viel besserer Punkt ist, in die Pause zu gehen, wenn wir dann auch was mit den komplexen Zahlen gemacht haben, sodass die komplexen Zahlen offensichtlich etwas repräsentieren, das Teil der Wirklichkeit ist, oder zumindest Teil unserer Wirklichkeit als Elektroniker. Okay, was wir bei der komplexen Wechselstromrechnung machen, ist, wir betrachten eine Schaltung, ein System bei genau einer Frequenz. Wenn ihr euch erinnert, das haben wir das letzte Mal schon angefangen, dass wir diese Überlegungen angestellt haben, dass ich quasi mein System habe und ich schaue nicht, wie verhält sich das quasi über der Zeit mit einem Eingangssignal, das diesen zeitlichen Verlauf hat, sondern ich sage einfach, okay, alle Eingänge haben ein Signal mit der Frequenz und wir schauen, wie verhält sich das gesamte System bei dieser Frequenz. Und nachdem man ja jedes periodische Signal als Superposition von harmonischen Schwingungen verstehen kann, wie wir das ja schon eingehend letztes Mal vertieft haben. Und wir erinnern uns, wir haben das Programm ausprobiert, das dann das analysiert hat und gesagt hat, na gut, mit 4 Oberwellen oder mit 8 Oberwellen schaut so oder so aus. Also nachdem ich jedes System quasi, jedes lineare System mir vorstellen kann, als da habe ich einfach nur die Superposition von all diesen Schwingungen, gehe ich den Trick und schaue mir das gesamte System bei der einen Frequenz an, bei der anderen Frequenz, bei der dritten Frequenz, bei der vierten Frequenz und am Schluss addiere ich einfach meine ganzen Ergebnisse zusammen und bekomme dann wieder die Antwort im Zeitbereich. Aber das ist eine wesentliche Einschränkung bei der komplexen Wechselstromrechnung. Wir schauen uns das System bei einer Frequenz an. Also wenn ich jetzt irgendeine Schaltung habe mit 2 Eingängen, dann kann ich mit der komplexen Wechselstromrechnung nicht beantworten, was passiert, wenn auf dem einen Ding irgendwie 1 Kilohertz anliegt und am anderen 2 Kilohertz. Weil es einfach 2 Frequenzen sind. Solange es ein lineares System ist, ist es wurscht. Da kann ich quasi mir einen Fall anschauen, wo bei dem einen 1 Kilohertz anliegt und beim anderen einfach nichts. Und ein anderes, wo bei dem anderen 2 Kilohertz anlegen und beim ersten kein Signal. Und dann kann ich wieder mit der Superposition rechnen. Aber ich brauche diese Möglichkeit, zu sagen, das gesamte System bei einer Frequenz. Wie stelle ich mir jetzt dieses System bei einer Frequenz vor? Ich mache das, indem ich jeden Punkt im System, jeden Wert, den ich habe, jede Spannung, jeden Strom, einen rotierenden Zeiger zuordne. Also wenn ich jetzt irgendeine Schaltung habe, und die hat dann, weiß ich nicht, hier einen Anschluss und dann gibt es da sowas und dann sowas. So. Also wenn ich so eine Schaltung habe, die hat zum Beispiel 3 Netzwerkknoten, nicht? Einen ersten, zweiten, dritten. Und bei dem, was wir bis jetzt gemacht haben mit Gleichströmen, da hätte ich zum Beispiel gesagt, okay, wir definieren hier das Potenzial 0 und hier ist irgendwie Potenzial 5 Volt, dann schaue ich, welches Potenzial da ist. Also da haben wir jedem Punkt in dem Netzwerk eine reelle Zahl zugeordnet. Sagt, das ist das Potenzial auf diesem Punkt oder das ist die Spannung zwischen diesem Punkt und meiner Bezugsmasse. Und genau das Gleiche machen wir wieder hier. Wir ordnen jedem einzelnen Punkt im System eine Zahl zu. Nur ist diese Zahl jetzt eine komplexe Zahl. Und diese komplexe Zahl entspricht diesem Zeiger. Also, stellen wir uns dieses erste Ding hier vor, diesen ersten Punkt. Und da hätten wir jetzt unsere komplexen Zahlenebene und einen Zeiger. Und der rotiert so gegen den Uhrzeigersinn die ganze Zeit. Und nehmen wir uns diesen anderen Punkt in der Schaltung. Und da habe ich auch einen Zeiger. Und der hat zum gleichen Zeitpunkt, zu dem dieser Zeiger hier
in diese Richtung schaut, schaut er vielleicht in irgendeine andere Richtung. Sagen wir, dann schaut dorthin und er hat eine andere Länge. Aber der rotiert genauso die ganze Zeit gegen den Uhrzeigersinn. Und sie rotieren beide mit der gleichen Geschwindigkeit, sodass eine Umdrehung einer Periodendauer von meinem Signal entspricht. Und weil eben alles mit einer Frequenz ist, das ist ja die Rahmenbedingung, wir schauen uns quasi eine Schaltung an bei genau einer Frequenz, rotieren all diese Zeiger gleich schnell. Wenn der eine Zeiger eine Umdrehung macht, muss jeder andere Zeiger im System auch genau eine Umdrehung gemacht haben. Ja, aber wenn ich da jetzt bei Widerständen sozusagen die Serie schalte, dann sollten ja die Vektoren in dieselbe Richtung sein. Ja, das sind komplexe Widerstände. Danke. Danke für den Hinweis. Das sind komplexe Widerstände, das sind keine ohmschen Widerstände. Und das ist der Trick. Also wenn ich quasi eine Schaltung habe, wo ich da zum Beispiel Kondensatoren und Spulen habe, dann kann das eben sein, dass die zu gleichen Zeitpunkten in unterschiedliche Richtungen zeigen. Und ich kann einen Kondensator durch einen komplexen Widerstand modellieren. Ich kann eine Spule durch einen komplexen Widerstand modellieren. Und darum sind das eben Widerstände mit komplexen Zahlenwerten. Und dann kann ich eben diesen Trick machen. Also danke für den Hinweis. Das ist natürlich sehr wichtig. Bei einer ohmschen Schaltung mit ohmschen Widerständen würden alle Pfeile zu jedem Zeitpunkt in die gleiche Richtung zeigen. Genau. Aber nachdem das eben eine andere Art von Schaltung sein wird, wie wir dann sehen werden, zeigen die in unterschiedliche Richtungen. Aber der Trick ist, sie rotieren alle mit der gleichen Geschwindigkeit und der gleichen Anzahl an Rotationen pro Sekunde. Und das ist gleichzeitig die Frequenz, bei der ich meine Schaltung mir anschaue. Und weil sie alle mit der gleichen Geschwindigkeit sich drehen, ist eigentlich egal, zu welchem Zeitpunkt ich diese Aufnahme mache. Also mache ich sie zu dem Zeitpunkt, wo der Pfeil hier vom Eingang irgendwie unter dem Winkel 0 ist, wenn der in der reellen Achse liegt, oder wenn der unter dem Winkel 45 Grad ist, oder was auch immer, weil sich alle anderen Pfeile mitdrehen. Das heißt, mich interessiert eigentlich, ich habe keine Informationen in diesem absoluten Wert. Schaue ich eine Sekunde später, zeigen alle Pfeile in eine andere Richtung. Aber wenn der hier um 45 Grad vor dem ist, dann wird der immer um 45 Grad vor dem sein. Weil sie drehen sich in die gleiche Richtung. Ja, ich habe gesagt, wenn. Also jetzt, das schaut mehr aus wie 90. Ja. Also, also in dem Fall sind es 90. Der eilt dem quasi um 90 Grad voraus. Und das tut er immer. Ein bisschen später hat der sich gedreht, aber der hat sich um den gleichen Winkel gedreht. Das heißt, die absolute Position hat keine Information. Ich brauche nur zum anderen Zeitpunkt auf die Schaltung schauen und sie werden sich entsprechend weiter gedreht haben. Die relative Position bleibt aber gleich. Ja? Jeder Kondensator, ja, das ist auch so. Also wenn ich an einem Kondensator messe, wir haben das letzte Mal, wir haben das letzte Mal solche Schaltungen hier gehabt. Aha, leider nur mit einer Spule, ist uns aber wurscht. Und da haben wir uns dann angeschaut, wie verhält sich Strom und Spannung an der Serienschaltung. Und das war nicht bei 90 Grad. Aber wenn ich jetzt auch in dieser größeren Schaltung direkt an der Spule messen würde, den Strom durch die Spule, Spannung an der Spule, hätte ich direkt am Bauteil diesen 90 Grad Bezug zwischen den beiden Größen. So, das ist immer so, dass an einem Kondensator oder Spule Strom und Spannung 90 Grad in der Phasenlage versetzt sind. Aber wenn ich es an einer größeren Schaltung habe und nicht nur das eine Bauteil, dann messe ich oft nicht den Spannungsabfall nur an dem Bauteil, relativ zum Strom an dem Bauteil, sondern ich messe sowas wie Strom und Spannung durch eine größere Schaltung oder die Ausgangsspannung hier zu dieser Eingangsspannung hier, wo ich dann noch andere Bauteile dazwischen habe. Und dann können alle möglichen Phasenlagen auftreten.
Solange ich diese drei Grundbausteine habe hier, ist es am Baustein immer so, dass bei einem ohmschen Widerstand Strom und Spannung in Phase sind. Und das heißt, wenn ich für beide einen Pfeil zeichne und ich würde jetzt der Schaltung zuschauen, wie sie läuft, dann würden diese Pfeile rotieren. Und mal ist die Spannung etwas größer und mal ist die Spannung etwas kleiner, wenn wir zum Beispiel sagen, der Imaginäranteil dieser komplexen Zahl ist die momentane Spannung. Aber es würden immer der Strom und der Spannungspfeil in die gleiche Richtung zeigen. Es wird nie vorkommen, dass irgendwie gerade ein Strom fließt, aber keine Spannung vorhanden ist, oder gerade eine Spannung vorhanden ist, aber kein Strom fließt. Anders bei einem Kondensator und bei einer Spule. Dort habe ich immer diesen Versatz zwischen dem Strompfeil und dem Spannungspfeil. Die drehen sich zwar, aber ich habe immer diesen 90 Grad Versatz zwischen denen. Es gibt dann einen Zeitpunkt, wo zum Beispiel der U da liegt und der I da, und dann hätte ich eben in dem Fall, wenn der imaginäre Anteil wieder die Größe ist, dann hätte ich eine Spannung, aber keinen Strom. Und das wäre eben bei dem sinusförmigen Eingangsspannung, wenn die auf einem Extremwert ist. Nicht? Wenn ich irgendwie den Sinus habe und der ist gerade auf seinem Maximum, dann gibt es so einen Zeitpunkt, wo die Spannung konstant bleibt, und wenn die Spannung an einem Kondensator konstant ist, dann fließt eben kein Strom, und da habe ich dann eben mein Spannungsmaximum, oder Strom ist dann in diesem Augenblick gerade nichts. Und wenn ich dann 90 Grad weiter drehe, dann habe ich eben mein Strommaximum, wo ich habe gerade keine Spannung, weil dann die Spannung gerade durch den Nulldurchgang durchgeht. Also das ist die Idee. Früher habe ich jedem Knoten in der Schaltung eine reelle Zahl zugeordnet und habe gesagt, hier hat es 5 Volt, hier hat es 2 Volt, hier hat es 0 Volt. Jetzt ordne ich jeden Punkt in der Schaltung eine komplexe Zahl zu, wo ich sage, hier hat es 5 Volt unter dem Winkel so und so viel Grad, hier hat es 2 Volt unter dem Winkel so und so viel Grad und jetzt 0 Volt unter dem Winkel so und so viel Grad. Und interessant ist das Verhältnis zwischen diesen Winkeln. Also ich kann die gleiche Schaltung beschreiben und einfach überall ein Grad dazuzählen. Das ist die gleiche Aussage, weil ja nur die Differenz interessant ist. Dass ich mir ausrechnen kann, quasi, okay, wenn ich hier gerade an einem Maximum bin, bin ich dann hier auch gerade an einem Maximum, oder bin ich schon nach dem Maximum, oder bin ich erst kurz vor dem Maximum? Okay. Schauen wir uns den Widerstandswert selber an. Das ist eigentlich der Teil, worum es hier geht. Also in dem Beispiel hätte ich eine... Ja? Mhm. Die Frage ist, ob es Konventionen gibt, was man quasi als Nullbezugspunkt nimmt. Ist das die Frage? Also oft gehst du davon aus, dass dein Eingangssignal unter dem Winkel 0 ist. Weil dann kannst du quasi am Ausgangssignal unmittelbar am Winkel ablesen, was der Phasenversatz zwischen Eingang und Ausgang ist. Und oft ist genau das die Größe, die dich interessiert. Du sagst, ich schicke was rein, und dann willst du erst einmal wissen, wie verhält sich die Amplitude, wird die Größe, wird die kleiner. Und dann willst du wissen, in welche Richtung ist der Phasenversatz. Und darum macht es Sinn, mit 0 reinzugehen. Aber letztendlich ist es rein willkürlich. Und es könnte sein, dass du eine Anwendung hast, wo es praktischer ist, einen anderen Punkt festzusetzen und sagen, dort definieren wir, dass der Phasenwinkel 0 ist, und dann beziehen sich alle anderen Phasenwinkel auf diesen Bezugspunkt. Gut, also hier hat man lauter Spannungspfeile. Da schauen wir uns aber Spannung und Strom an einem Bauteil an. Das heißt, wir haben jetzt hier in einem Diagramm einen Strompfeil und einen Spannungspfeil. Der Widerstandswert von einem Widerstand, der gibt mir das Verhältnis an zwischen Strom und Spannung. Nicht? U ist R mal I, das ist das ohmsche Gesetz. Eins der ersten Gesetze, die wir kennengelernt haben und immer noch beschäftigt uns. Und da ist eben das R einfach ein Umrechnungsfaktor. Und ich kann einfach sagen, okay, wenn ich den Strom kenne, multipliziere ich mit dem R, komme ich zu der Spannung. Oder ich kenne die Spannung, dividiere durch R, komme zum Strom. Wenn ich hier, sagen wir, ich gebe die Spannung vor. Das heißt, ich mache, dass ein U-Pfeil da ist und ich gebe eine Wechselspannung vor. Das heißt, die rotiert.
und ich multipliziere diese komplexe Zahl von u zu jedem Zeitpunkt mit einer reellen Zahl, dann mache ich ja nur den Pfeil größer oder kleiner. Ich drehe ihn nicht. Weil die Zahl, mit der ich multipliziere, ist eine reelle Zahl, also eine unter dem Winkel 0 Grad. Und damit passt dieses Bild perfekt. Und wenn ich einfach nur ein reelles R einsetze, dann ist Strom und Spannung immer in Phase. Das macht genau, was wir machen wollen. Also wir sehen, unser ohmsches Gesetz funktioniert nach wie vor für eine komplexe Spannung, für einen komplexen Strom, für einen reellen Widerstand. Schauen wir uns an, was ich jetzt machen müsste, um das hier zu beschreiben. Das Strom-Spannungs-Verhältnis bei einem Kondensator. Wir haben einen rotierenden U-Pfeil und wir haben einen rotierenden I-Pfeil. Und wir haben eigentlich heute im Test bereits das wiederholt, dass wenn das eine quasi Sinus ist mit einer konstanten Amplitude, wird das andere auch ein Sinus sein mit einer anderen Phasenlage, aber gleiche Frequenz, gleiche Amplitude. Das heißt, ich muss nur angeben können, um was diese Phase hier versetzt ist. Und das ist immer 90 Grad. In dem Fall läuft der Strom der Spannung voraus. Das heißt, wenn ich jetzt den Strom mit etwas multiplizieren möchte und es gibt mir die Spannung, dann muss das den Winkel verkleinern. Das muss das so im Uhrzeigersinn zurückdrehen. Das heißt, wir erwarten hier für den Widerstandswert eine komplexe Zahl unter einem negativen Winkel, damit wir von dem I-Pfeil auf diesen U-Pfeil hier gehen, zurückgehen können. Und der Betrag, der gibt uns eben wieder an, wie wir den Pfeil skalieren müssen. Das bleibt ja 1 zu 1 gleich. Und weil der Winkel hier beim Kondensator immer 90 Grad ist, erwarten wir, dass der komplexe Widerstand von diesem Kondensator, die dieses Verhältnis zwischen diesen beiden Pfeilen beschreibt, dass der was ist? Konstant auf jeden Fall, ja. Aber welche Eigenschaft wird diese Zahl haben? Ja. Okay, minus 90. Aber was heißt minus 90 Grad? Wo liegt das auf der komplexen Zahlenebene? Genau, es ist auf der imaginären Achse. Also dieser Widerstandswert ist rein reell. Der hat gar keinen imaginären Anteil, weil der unter dem Winkel 0 Grad steht. Der hier steht unter dem Winkel 90 Grad oder minus 90 Grad. Wir gehen von dem I-Pfeil zu dem U-Pfeil, weil wir U ist R mal I haben. Genau, das ist eine negative imaginäre Zahl, ohne einen reellen Anteil. Und hier auf der rechten Seite machen wir es genau andersrum. Wir schicken das I rein, wir suchen eine Zahl, mit der multipliziert kommen wir dann auf das R. Aber jetzt müssten wir quasi im positiven Sinn drehen, das heißt, das ist eine, die unter dem Winkel plus 90 Grad steht. Aber wir sehen quasi bei allen drei Fällen, Strom und Spannung an einem Kondensator, Strom und Spannung an einem Widerstand, Strom und Spannung an einer Spule. Wir haben, was die Amplitude angeht, ein festes Verhältnis, das sich ergibt aus dem Bauteilwert und aus der Frequenz. Das wissen wir von früher. Dass wenn ich irgendwie einen Kondensator habe und ich habe eine hohe Frequenz, dann werde ich viel Strom für die gleiche Spannung kriegen. Und das ist eine niedrige Frequenz, dann werde ich wenig Strom für die gleiche Spannungsamplitude bekommen. Aber es gibt quasi für eine Schaltung, für ein Bauteil und eine Frequenz, gibt es einen Umrechnungsfaktor, mit dem ich zwischen Strom und Spannung umrechnen kann. Und nachdem diese Pfeile hier in unterschiedliche Richtungen zeigen, ist dieser Umrechnungsfaktor eben darüber hinaus keine reelle Zahl, sondern eine imaginäre Zahl unter dem Winkel 90 Grad in der komplexen Zahlenebene, damit es den Pfeil entsprechend noch mitdreht. Weil wir eben mit Multiplikation diese beiden Sachen machen können. Wir können die Länge von dem Pfeil skalieren und wir können um einen absoluten Winkel dazu zählen oder abziehen. Also das ist perfekt geeignet, um genau das zu beschreiben, was hier passiert, wenn ich mit einer Wechselspannung an ein Bauteil herangehe. Gut, also wir verwenden eigentlich 1 zu 1 die gleiche Mathematik wie bisher. Wir haben immer noch ein U ist R mal I.
Und mein Bauteil wird einfach nur über eine Zahl R ausgedrückt. Und Strom und Spannung jeweils durch eine Zahl U und eine Zahl I. Nur jetzt sind all diese drei Zahlen komplex. Und beim Strom steckt eben im Betrag die Amplitude von dem Sinus drinnen und im Winkel die Phasenlage. Beim Spannung genauso, im Betrag die Amplitude von Spannung und im Winkel die Phasenlage. Und im Widerstand steckt im Betrag das Verhältnis zwischen den Amplituden drinnen und im Winkel der Differenzwinkel zwischen diesen beiden Phasenlagen. Und wenn ich das kenne, wenn ich weiß, wie sich die Amplituden zueinander verhalten und was der Differenzwinkel ist, dann kann ich einen Widerstandswert angeben. Auch wenn es so komisch komplizierte Bauteile sind, wie Kondensatoren oder Spulen, wo wir bis jetzt durch ganz, ganz größere Umstände gegangen sind, um irgendwie berechnen zu können, was passiert, kann ich jetzt sagen, ist auch nur ein Widerstand mit dem Ohmschen Gesetz. U ist R mal I. Nur schreiben wir jetzt in der Regel U ist Z mal I. Also es ist immer noch exakt das gleiche Ding, nur wenn man R schreibt als Formelsymbol, meint man in aller Regel einen Ohmschen Widerstand. Und wenn man dann eben so eine Impedanz haben möchte, wie man das dann besonders furchteinflößend nennt, wenn man eine Impedanz haben möchte, einen komplexen Widerstandswert, dann nennt man den eben Z. Aber das ist auch schon alles, dass man einfach diesen Buchstaben austauscht, um auszudrücken, was man jetzt meint. Wir haben uns in den ersten Monaten des Kurses eine ganze Reihe von Werkzeugen erarbeitet, um Widerstandsnetze zu vereinfachen, wenn ihr euch erinnert. Wir haben angefangen mit Serienschaltung und Parallelschaltung von Widerständen. Dann gab es diese obskure Stern-Dreieck-Transformation. Wir haben uns überlegt, wie man Gleichungssysteme aufstellen kann für komplizierte Netzwerke von Widerständen und dann eben löst, was die Spannung zwischen zwei Punkten ist und so weiter. Und all das können wir eins zu eins verwenden. Ich kann also eine Schaltung nehmen, da kommen Widerstände, Kondensatoren und Spulen vor. Und wenn ich sage, ich möchte wissen, wie sich diese Schaltung bei genau einer Frequenz verhält, dann rechne ich mir die Impedanz aus von all den Bauteilen da drauf bei dieser Frequenz und habe nachher eine Schaltung, die nur aus Widerständen besteht. Und wir wissen, wie man Schaltungen, die nur aus Widerständen besteht, löst. Das ist gleich aufgezeigt, ja. Ja, also die Frage war nach Bauteilen. Ich vereinfache es, die einfach komplexer sind. Du hast jetzt den Kondensator mit seinen parasitären Effekten, Widerstand und so genannt. Aber ich habe einfach irgendeine Schaltung, wo drinnen Kondensatoren, Spulen, Widerstände, alles Mögliche sind. Dann habe ich nicht 90 Grad Phasenversatz. Genau. Ich kann trotzdem einen komplexen Widerstandswert berechnen für diesen Bauteil bei einer Frequenz. Und der liegt dann irgendwo auf der komplexen Zahlenebene. Der muss nicht reell sein, der muss nicht rein imaginär sein, sondern der hat halt irgendeinen beliebigen Wert. Was mir da herauskommt, wenn ich mir jetzt das anschaue, ich habe einen Eingang, ich habe einen Ausgang, dann kann ich das Endergebnis ist wieder eine komplexe Zahl, die für eine Frequenz gibt. Genau, das Endergebnis ist eine komplexe Zahl für eine Frequenz. Und wenn ich dann die nächste Frequenz haben möchte, muss ich eben mich zuerst für eine Frequenz entscheiden, dann die einzelnen Impedanzen berechnen. Wir werden nämlich sehen, dass ein Kondensator, der eine feste Kapazität hat, nicht eine feste Impedanz hat, sondern die Impedanz ist abhängig von der Frequenz. Dann kriege ich neue Zahlenwerte und kann das wieder durchrechnen. Aber egal was es ist, ob ich jetzt quasi den Stromspannungsbezug in einer Schaltung haben möchte, da kommt dann eine komplexe Zahl raus. Ob ich irgendwie die Eingangsspannung zur Ausgangsspannung haben möchte, es kommt eine komplexe Zahl raus. Und die komplexe Zahl, da kann ich den Betrag immer so interpretieren, wie wir das bis jetzt gemacht haben. Das kann sein, dass das eine absolute Zahl ist, so viel Volt kommt da raus. Oder eine Verhältniszahl, die irgendwie sagt, der Eingang verhält sich zum Ausgang so und so und dann kommt irgendwie raus, das Ausgangssignal ist nur noch halb so groß wie das Eingangssignal zum Beispiel.
Und den Winkel, das ist immer der Phasenversatz zwischen dem Eingangs- und dem Ausgangssignal oder was auch immer für zwei Größen ich habe. Oder wenn ich nur eine Größe habe, wo ich sage, was ist denn die Ausgangsspannung, dann ist eben der Winkel der Phasenversatz zu dem Punkt, von dem ich mir gesagt habe, dort gehe ich davon aus, der Winkel ist 0. Und meistens sagt man eben, das Eingangssignal definiert man als Phasenwinkel gleich 0 und dann schaut man, wie sich der ganze Rest dazu verhält. Gut. Eigentlich war das die komplexe Wechselstromrechnung. Weil das ist das, was die Wechselstromrechnung so interessant macht. Dass wir alles, was wir bis jetzt können, weiterverwenden können. Wir müssten uns nichts Neues erarbeiten. Wir brauchen ein bisschen neue Rechenoperationen, ganz unten sozusagen. Aber alles, was wir darauf aufgebaut haben, bleibt eins zu eins gleich. Und auf einmal können wir Phaseninformationen mitführen und Schaltungen bei unterschiedlichen Frequenzen analysieren und diesen ganzen Schmafu. Eine Sache fehlt uns jedoch noch. Man könnte sich das erarbeiten, aus dem, was im Skriptum steht, bis zu diesem Punkt. Ich habe es trotzdem explizit geschrieben, nämlich wie kann ich mir denn jetzt diese Impedanzen berechnen für die Bauteile? Ich habe einen Kondensator und der hat halt so und so viel Farad. Oder ich habe eine Spule und die hat halt so und so viel Henry. Wie komme ich jetzt auf mein Z? Naja, und dafür gibt es einfach nur zwei Formeln. Und wir schauen uns mal an, was das hier inhaltlich bedeutet und dann schauen wir uns an, ob es plausibel ist. Ich glaube, wenn wir sehen, dass es plausibel ist, reicht das dann schon, wir müssen es nicht unbedingt wirklich beweisen. Also ich behaupte hier, für einen Kondensator ist die Impedanz 1 durch 2πfcj. Und 2πf kann man natürlich immer als Omega schreiben und das ist viel kürzer, also das ist 1 durch Omega cj. Schreiben wir das mal hin. Gut. Die Art und Weise, wie das J jetzt dasteht, ist ein bisschen konterintuitiv. Das ist halt die übliche Art und Weise, das anzuschreiben. Wie könnte man das denn anders anschreiben? Genau. Wir können einfach schreiben, das ist 1 durch Omega C mal minus J. Weil wir gesagt haben, 1 durch J ist das gleiche wie minus J. Und jetzt sehen wir natürlich sofort mit diesem mal minus J, dass das auf der negativen imaginären Achse liegen muss. C ist hoffentlich reell. Wenn C nicht reell ist, weiß ich nicht, was es heißen soll. Omega. Wir gehen davon, es gibt komplexe Frequenzen, aber wir gehen davon aus, Omega, die heißen dann auch nicht Omega, sondern S. Aber das ist alles reell. Das heißt, reell mal minus J, naja, oder reell positiv mal minus J, muss irgendwie die negative imaginäre Achse sein. So, das heißt, die ist irgendwo hier, diese Zahl. Und sie wird kleiner, wenn wir die Frequenz erhöhen. Und sie wird kleiner, wenn wir die Kapazität erhöhen. Jetzt schauen wir uns das Ohmsche Gesetz an. Und das Ohmsche Gesetz haben wir hier. U ist R mal I. Oder anders, U durch R ist I. Oder U durch Z ist I. Wo schreiben wir das hin? Machen wir dann U durch Z ist gleich. So, also wir wissen, wenn wir einen Kondensator haben und an diesem Kondensator schließen wir jetzt ein Signal an, eine Wechselspannung speisen wir in den Kondensator ein. Und wir gehen mit der Frequenz nach oben, dann wird der Strom steigen und steigen. Weil wir quasi eine Spannung einsteigen, das heißt, bei jeder Periode werden wir den voll laden und dann wieder voll entladen. Und wenn wir das quasi sehr, sehr oft machen, dann wird sich halt in Summe
mehr Ladung hin und her bewegen. Oder anders gesagt, bei hohen Frequenzen, haben wir gesagt, verhält sich ein Kondensator mehr und mehr wie ein Kurzschluss. Und Kurzschluss heißt auch, der Strom geht natürlich rauf und rauf. Doch, jetzt geht sich genauso aus. Also wenn der Kondensator ideal ist und ich eine Spannungsquelle an den Kondensator anschließe, dann wird die Spannung am Kondensator der Spannung der Quelle folgen. Muss so sein. Weil es nur ein Netzwerkknoten ist. Nicht? Du musst von einer idealen Spannungsquelle ausgehen, die Strom. Genau, aber wenn wir das hier haben, diese Schaltung, eine Wechselspannungsquelle, speist in den Kondensator ein. Wir haben nur zwei Netzwerkknoten. Der Punkt, wo das hier auf plus 5 Volt ist, dann muss das auch auf plus 5 Volt sein. Also quasi, wenn ich eine Spannungsquelle habe und ich schließe dann ein Bauteil an, dann muss die natürlich der Spannung folgen, weil das eben nur ein Netzwerkknoten ist und wir sagen, der Widerstand hier ist 0 und so weiter und so fort. Aber wenn die Frequenz eben sehr, sehr hoch ist, dann heißt das, dass ich den Kondensator halt viel öfter lade und entlade. Also in Summe mehr Ladungen hin und her bewegt habe, also der Strom steigt. Wenn die Kapazität sehr groß ist, habe ich das Gleiche. Ich brauche einfach mehr Strom, um einen 1-Farad-Kondensator zu laden, als ich brauche, um einen 1-Mikrofarad-Kondensator zu laden. Also wir sehen schon, dass Frequenz und Kapazität, dass es in die gleiche Richtung wirkt, das macht schon mal Sinn, dass hier quasi auf der gleichen Seite steht. So, und jetzt haben wir gesagt, das Z wird kleiner, wenn die Frequenz größer wird. Das ist da im Nenner, das heißt, wenn das groß wird, wird das Z klein. Wenn dieses Z klein wird, wird dieses I groß. Also das passt irgendwie alles zusammen. Es ist ein bisschen schwieriger zu lesen, weil wir da und da jeweils einen Bruch haben, aber es stimmen alle Tendenzen quasi. Und der Phasenversatz ist immer 90 Grad, weil wir eben genau hier sind. Und je höher die Frequenz wird oder je höher die Kapazität wird, desto kleiner wird hier diese komplexe Zahl. So, jetzt kommt meine Frage. Dieser Punkt in der komplexen Zahlenebene, der komplexen Widerstände, was ist das für ein Punkt? Das ist der Kurzschluss, genau. Und da passt jetzt auch, dass wir gesagt haben, bei hohen Frequenzen verhält sich ein Kondensator tendenziell wie ein Kurzschluss. Weil wir sehen, wenn die Frequenz steigt und steigt und steigt, wird die Impedanz immer mehr zu Null. Sie nähert sich nur von einer ungewöhnlichen Seite für uns, weil wir normalerweise bei einem Widerstand sagen, wir nähern uns von hier quasi Richtung Null und auf einmal nähern wir uns von hier unten Null. Aber das heißt nur, dass der Phasenversatz, dass es einen Phasenversatz gibt. Gut, also das scheint mal ganz, ganz plausibel zu sein, dass ich mir das mit der Kapazität so ausrechnen kann. Kommen wir zur Induktivität. Für die Induktivität sage ich Z ist Omega Pi F L J. Oder wenn ich dann das 2 Pi F L J oder Omega L J. Und da könnte man jetzt hergehen und das Ganze doch mal überlegen mit einer Spule und so. Was habe ich bis jetzt fast immer gemacht, wenn wir zu den Spulen gekommen sind? Genau, ich habe gesagt, das ist ein dualer Bauteil. Wir ersetzen einfach Strom und Spannung. Und was passiert, wenn wir hier Strom und Spannung vertauschen? Nicht? Dann fällt es in die gleiche Richtung. Dann muss auf einmal das Omega klein werden statt groß und so. Also wir haben genau das ist 1 durch und genau das haben wir. Wir haben hier oben 1 durch Omega CJ und jetzt das 1 durch, dann kommen wir auf Omega LJ. Das heißt jetzt blau, noch eine Farbe, gut. So. Das ist dann die Seite hier. Ja, vielleicht noch Z ist Omega LJ. Da haben wir jetzt eben immer einen positiven komplexen Widerstand, eine positive positiv. Auf der reellen positiven Achse. Vorher habe ich gerade darüber geredet, dass es keine auf der positiven imaginären Achse, genau. Das heißt, wir haben wieder 90 Grad Phasenversatz, aber eben jetzt in die andere Richtung.
Und wir haben eben dieses 1 Durchverhalten. Also wenn jetzt die Frequenz sehr groß wird oder das L sehr groß wird, dann gehen wir halt hin zu immer größeren Widerständen. Und wenn ich einen Kurzschluss haben möchte, dann brauche ich eben entweder eine sehr kleine Frequenz oder ein sehr kleines L. Aber das sind die beiden Formeln. Also wenn ich mir eine Idee davon verschaffen kann, wie ich mit komplexen Zahlen in dieser Ebene rechnen kann, und das meiste bei den komplexen Zahlen, wenn man ein bisschen damit gearbeitet hat, kann man sich merken, nur durch Verständnis. Man muss da eigentlich kaum was auswendig lernen. Und wenn man diese beiden Dinge auswendig kann, dann kann man komplexe Wechselstromrechnung. Der ganze Rest ist nur das 1:1 anwenden und zuerst einfach die Schaltung, wie sie ist, bei der einen Frequenz umwandeln in lauter komplexe Widerstände und dann genau das machen, was wir bisher immer gemacht haben, Widerständen, nur dass die Zahlen auf einmal komplex sind. So. Eine Übung. Bei einer Kreisfrequenz von 1 Megahertz. Warum steht da schon wieder Hertz? 1 Megaradiant pro Sekunde. Gibt es Megaradianten? Naja. Okay, also bei einer Kreisfrequenz von 1 Megaradianten pro Sekunde, das sind 160 Kilohertz, also das findet ihr vielleicht noch ab und zu bei den Beispielen, dass die Frequenz immer so ein 1,6 mal irgendeine 10er Potenz ist. Und das ist halt immer, weil dann eine schöne Kreisfrequenz rauskommt, man einfach damit rechnen kann. Ich habe heute ein Experiment und das Experiment findet statt bei 1,6 Kilohertz. Was für ein Wunder. Also, Omega ist 1 Megahertz. So. Schaut komisch aus, gell? Aber sollte eigentlich so sein. Ja, das ist eine. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Ich weiß nicht, ob das besser wird oder schlechter dadurch. Also gut, wir haben diese Frequenz. Außerdem haben wir ein Mikrofarad und ein Mikrohenry. So, und jetzt ist die Frage, welchen komplexen Wechselstromwiderstand haben diese Bauteile bei diesen Frequenzen? Also, ZC, was ist die Formel? Aber lass mich die Zahlenwerte einsetzen. So, das ist 1 durch. So, Omega ist 10 hoch 6. So, Radianten pro Sekunde. Ich lasse die ganzen Einheiten weg, weil wir sind so kohärente SI-Einheiten. C ist 1 Mikro, das ist 10 hoch minus 6 mal J. Das heißt, das Ergebnis ist was? Genau. Oder minus 1 J. Gut, also minus 1 J ist quasi in dem Fall der richtige Widerstand. So, und dann Z. L. So, was ist die Formel? Gut, und das ist 10 hoch 6 mal 10 hoch minus 6 mal J ist 1 J Ohm. Und wieder verzeiht mir, dass ich da keine Einheiten habe. Gut, also das war
beim Test heute hat jemand gemeint, warum kommen da keine schöneren Zahlen raus? Also damit hätten wir diese Formel nochmal angewendet und dann braucht man das nur einsetzen und damit rechnen und dann kommt schon das Richtige raus. So. Was meinst du mit nicht imaginär Wechselstrom rechnen? Ja, du kannst das. Also was du machen kannst. Naja, es ist nie eine Gleichstromschaltung, inhärent nicht, aber es ist halt ein rein Widerstandsnetzwerk, halt zufällig mit komplexen Zahlen. Genau, das rennt genauso wie ein Widerstandsnetzwerk. Und das ist eben der große Vorteil. Wenn man einmal gelernt hat, wie man ein Netzwerk mit tausenden Widerständen zerlegen kann, dann kann man auf einmal diese Sachen rechnen. Aber es kommen viel spannendere Dinge raus, als wenn man nur Widerstandsnetzwerke hat. Genau. Aber was du natürlich auch machen kannst, weil du sagst, naja, komplexe Zahlen ist mir viel zu kompliziert, dass du, genau, dann kann ich natürlich hergehen und die differenzielle Definition von einem Bauteil einsetzen. Also ich sage einfach, das wäre zum Beispiel für die Spule, also ich sage, die zeitliche Änderung des Stroms multipliziert mit der Induktivität, das ist meine Spannung. Und dann kann ich natürlich hergehen und für jedes Bauteil so eine Gleichung aufstellen. Manche davon haben also Differentialoperatoren drinnen, die für Spulen und Kapazitäten. Und dann kann ich eine Funktion angeben für das ist mein Eingangssignal. Und dann kann ich natürlich versuchen, dieses System von im blödesten Fall Differentialgleichungen halt zu lösen. Das Problem ist, also entweder geht es numerisch oder Differentialgleichungen haben das halt so an sich. Ich komme dann sehr schnell wieder in Dinge raus, die sehr ähnlich ausschauen wie das, was ich mit der Wechselstromrechnung mache. Ähnliche Exponentialfunktionen und so weiter und so fort. Also wenn ich das quasi brute force machen möchte, komme ich drauf, es ist unglaublich schwierig. Und wenn ich es intelligent machen möchte, wenn man irgendwelche Sachen lernt, über wie man symbolisch mit diesen Differentialgleichungssystemen umgeht, dann kommt man drauf, hey, ich mache genau das gleich mit der komplexen Wechselstromrechnung, nur schreibe ich es furchtbar umständlich an. Und dann kann ich gleich die komplexe Wechselstromrechnung nehmen. Aber das ist eigentlich immer das Schönste bei diesen Dingen, wenn man dann ein Problem auf 5 verschiedenen Wegen angeht und am Schluss drauf kommt, es ist eigentlich eh immer alles das Gleiche. Manche Sachen sind halt viel praktischer zum Anschreiben und damit arbeiten.